Freitag, der 20. September 2024. Hier ist Update, die News Show. Herzlich willkommen. Themen heute unter anderem, wir reden mal wieder über Hilfen für die Ukraine. Die Europäische Union verspricht wieder Milliardenhilfe, das in Anwesenheit von Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Und es geht um Palworld. Es ist jetzt passiert. Nintendo und die Pokémon Company haben eine Klage eingereicht gegen die Macher von Palworld. Und die haben sich jetzt auch schon dazu geäußert, was die Klage nämlich angeht. Darüber reden wir heute hier in den nächsten gut 40 Minuten, so kann ich das sagen, bei Dercho TV Update. Vielleicht werden es auch 45 Minuten, wer weiß. Es geht jetzt los. Namen in die Runde. Herzlich willkommen zur Freitagsausgabe der News Show hier bei Dercho TV, live auf Twitch natürlich und später zu sehen auf YouTube. Keine Ahnung, ob es heute wirklich nach dem Stream sein wird, wenn nicht, dann spätestens am nächsten Tag. Herzlich willkommen an diesem Freitagabend. Das Wochenende steht vor der Tür und ein quasi freies Wochenende für mich, aber wenn ich auf den Kalender gucke, bin ich übermorgen am Sonntag ausnahmsweise mal wieder live. Hat wieder was mit einer Wahl zu tun. Die Landtagswahl in Brandenburg werde ich am Ende der heutigen Folge von Update natürlich ein bisschen mehr erzählen. Starten wir los mit den News an diesem Freitag und wir reden über die Ukraine, über den Ukraine-Krieg. Die Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen war heute nämlich zu Gesprächen in der ukrainischen Hauptstadt Kiew und im Rahmen ihres Besuchs hat sie auch noch direkt neue Kredite von der EU in Höhe von 35 Milliarden Euro an die Ukraine angekündigt. Sie sagte während der gemeinsamen Pressekonferenz mit dem ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky: "Wir sind nun zuversichtlich, dass wir aus der Ukraine dieses Darlehen, dass wir der Ukraine dieses Darlehen, das durch die unerwarteten Gewinne aus den stillgelegten russischen Vermögenswerten gedeckt ist, sehr schnell gewähren können." Ja, das Geld ist ja Teil des von der G7-Gruppe geplanten Unterstützungspakets, was ja insgesamt eher ein großes Volumen von 50 Milliarden Dollar ja hat. Der Vorschlag der Kommissionspräsidentin braucht ja noch die Zustimmung von den EU-Staaten und auch vom EU-Parlament. Und die G7, die sieben größten westlichen Industriestaaten, hatten ja im Juni bei ihrem Gipfel ja neue Finanzhilfen für die Ukraine ja auch in Aussicht gestellt. Der Kredit dieser Höhe, 50 Milliarden nämlich, soll ja durch Zinserträge aus den eingefrorenen russischen Vermögen nämlich auch abgesichert werden. Und bei dem Treffen waren ja auch Vertreterinnen und Vertreter der Europäischen Union mit dabei. Und die G7-Finanzhilfen sollen zwischen den Ländern und der EU aufgeteilt werden. Die USA wollen sich aber nur daran beteiligen, wenn das russische Geld auch wirklich dauerhaft eingefroren bleibt. Ja, die Kommissionspräsidentin von der Leyen, die positioniert sich ja auch mit ihrem Vorstoß gegen den Willen Ungarns nämlich. Das stellt sich ja, was ja das dauerhafte Einfrieren der russischen Gelder ja querstellt. Und für das Einfrieren des Geldes braucht es ja nach Regeln alle 6 Monaten eine Einstimmigkeit zwischen den 27 EU-Staaten. Also macht Ungarn nicht mit, werden die Gelder nicht mehr eingefroren sein. Und dann macht auch die USA nicht mit. Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban, der wirft ja der Kommission ja auch in der EU generell vor, durch die Hilfe für die Ukraine den Konflikt nach Europa zu tragen, was ja überhaupt auch kein Fakt dafür ist. Und die Kommissionspräsidentin, sie hat jetzt einen Weg entsprechend vorgeschlagen, für den es jetzt überhaupt gar keine Einstimmigkeit braucht. Demnach wird nämlich die Kommission der Ukraine nämlich die 35 Milliarden Euro Finanzhilfe selbst gewähren. Heißt also, die kommen aus der EU, nicht von den Russen. Und dafür braucht es nach Angaben der Kommission die Zustimmung nur des Europäischen Parlaments sowie einer qualifizierten Mehrheit der EU-Staaten. Also quasi nach dem Motto, ne, so Richtung Ungarn könnte man sagen. Und das bedeutet also, von den 27
EU-Staaten müssen 15 zustimmen, die aber auch mindestens 65% der EU-Gesamtbevölkerung stellen. Also Deutschland wird hier wahrscheinlich dann auch definitiv eine Rolle spielen. Und klar ist ja auch schon seit längerem, und das ist ja auch schon auch kein Geheimnis mehr, dass ja die ungarische Regierung von Viktor Orban ja gute Beziehungen zu Russland hält, dass ja auch jetzt im Rahmen der Ratspräsidentschaft, die ja jetzt ja seit Juli gilt, Orban ja auch unter anderem in Moskau war, dort mit Russlands Machthaber Wladimir Putin gesprochen hat. Und immer wieder hat ja auch Orban versucht, seit Beginn des Konflikts, also seit Beginn des Angriffskrieges von Russland an die Ukraine, die EU-Beitrittsverhandlungen Kiews immer wieder zu verhindern, westliche Sanktionen auch hinauszuzögern und auch natürlich die Hilfen sowohl finanziell als auch militärisch immer wieder zu blockieren. Und der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky, der kündigte bereits ja auch schon an, wie sein Land diese ganzen Kredite auch entsprechend nutzen will. Es wird in die Luftverteidigung, in die Energie aber auch gehen und in inländische Waffenkäufe nämlich investiert. Also für die, die das Ganze kritisieren, es geht auch in die Infrastruktur, so zumindest in die kritische. Und der Siegesplan der Ukraine, so sagt er, das hänge maßgeblich von schnellen Entscheidungen der Verbündeten in diesem Jahr ab. Und vorher hatte ja auch die Kommissionspräsidentin weitere EU-Hilfen im Umfang von 160 Millionen Euro angekündigt. Das Geld soll in die Reparatur der beschädigten Energieversorgung gehen, der dadurch soll, mit dem Geld soll auch die erneuerbaren Energien ausgebaut werden. Es sollen auch mobile Heizgeräte gekauft werden. Und das Ganze soll auch in künftige neue Unterkünfte fließen. Und auf diese versprochenen Hilfe haben natürlich auch die Russen reagiert. Das Außenministerium in Moskau, das sagte nach Angaben der Nachrichtenagentur Reuters, die Europäische Union hätte, Zitat, den Verstand verloren. Die Union sei mit der Fortführung ihrer Hilfen auf dem Weg in den Ruin, schrieb, hieß es aus dem Ministerium. Und die Sprecherin des Außenministeriums Maria Sacharowa, die wiederholte natürlich immer wieder die gleichen Behauptungen, dass die Europäische Union ihre Autonomie verloren habe und in den Zielen Washington unterworfen sei, angeblich. Also immer wieder die gleichen Äußerungen, die man schon seit Monaten aus Moskau hört. Die Kommissionspräsidentin sagte schon bei ihrer Ankunft in der ukrainischen Hauptstadt Kiew, Zitat, mein achter Besuch in Kiew kommt kurz vor Beginn der Heizperiode und Russland greift weiterhin die Infrastruktur an. Ich bin hier, um über die Unterstützung Europas zu sprechen. Und nach Einschätzung der Internationalen Energieagentur IEA sind seit Beginn des russischen Angriffskrieges vor mehr als 2,5 Jahren 2/3 der ukrainischen Kapazitäten für die Stromproduktion zerstört worden. Das wird natürlich Russland auch wohl wahrscheinlich leider auch weiterhin machen. Bedeutet auch natürlich hier, dass die Länder, die westlichen Länder, die westlichen Partner der Ukraine auch weiterhin helfen werden und müssen. Reden wir mal über ein ganz anderes Thema. Reden wir mal über Menschen, die Geld haben. Nein, wir reden nicht über Elon Musk, denn das ist hier schon sehr, sehr häufig passiert, sondern wir reden über Bill Gates. Ja, Bill Gates, er hat Microsoft gegründet. Ohne Microsoft, keine Ahnung, würden, glaube ich, viele Rechner mit Linux laufen. Das ist sehr wahrscheinlich so. Aber er ist einer der Mitbegründer von Microsoft und ist dadurch auch sehr reich geworden. Und jetzt gab es bei Netflix, dem Streamingdienst eures Vertrauens wahrscheinlich sogar, eine neue Serie mit dem Titel What's Next? The Future with Bill Gates. Also was als nächstes, so What's Next? Die Zukunft mit Bill Gates. Und dort hat er unter anderem eine Vision für ein gerechteres Steuersystem in den Vereinigten Staaten nämlich vorgestellt. Gates würde die Steuern für die reichsten Amerikaner deutlich erhöhen, was ihn ja auch selbst ja zu zig Milliarden von Dollar ja auch arm machen würde. Aber es hört sich aber auch schon so an, dass Bill Gates wohl anscheinend gerne sagt, wenn, dann zahle ich halt mehr. Ne, das ist halt so. Das Vermögen von Bill Gates wird rund auf 128 Milliarden Dollar geschätzt. Er erklärte auch, dass die Reichen in einem von ihm vorgeschlagenen Steuersystem etwa ein Drittel weniger Vermögen hätten. Das würden, glaube ich, sehr, sehr viele Reiche, die natürlich eher dagegen sprechen, würden sich eher dagegen sprechen. Er sei ein großer Befürworter, so Gates selbst, einer progressiven Besteuerung, einschließlich einer höheren Erbschaftssteuer.
So sagte das Gates zum Beispiel Anfang September in einem Interview mit The Independent, einer britischen Zeitung. Und er glaube auch nicht, dass solch ein Schritt die Innovationskraft der US-Wirtschaft beeinträchtigen würde, was ja viele Milliardäre, die ja halt auch durch die ganze Wirtschaft und so, die Wirtschaft in Amerika groß gemacht haben, immer behaupten würden. Und Gates hat auch lange argumentiert, dass das US-Steuersystem soziale Ungleichheiten verschärfe und dass auch eine effektive Besteuerung wirklich dazu beitragen könnte, wichtige gesellschaftliche Ziele wie universelle Gesundheitsversorgung, angemessenen Wohnraum und auch die Bildung besser zu finanzieren. Und diese Themen stehen ja auch im Zentrum der Arbeit seiner Bill and Melinda Gates Foundation, die sich ja auch für die globale Gesundheitsförderung und auch für die Armutsbekämpfung entsprechend ausspricht. In der Serie des Streamingdienstes trat auch Bernie Sanders auf, der unabhängige US-Senator. Viele denken, er wäre wär bei den Demokraten. Das stimmt nicht. Er toleriert mit den Demokraten. Also wenn die Demokraten für etwas stimmen, dann ist Sanders immer mit dabei. Aber er selbst ist ein Unabhängiger, heißt also, er gehört nicht den Demokraten an. Und Sanders war auch in dieser Serie von Netflix zu sehen. Und der ja auch, wie gesagt, ja auch dafür bekannt ist, ja gerne reiche Amerikaner höher zu besteuern. Und Sanders äußerte sich auch, dass er grundsätzlich gegen Milliardäre sei und sogar das Konzept des Milliardärseins abschaffen würde. Also es sollte keine Milliardäre in Amerika geben, könnte man so sagen. Er lobte Bill Gates natürlich für seine Innovationskraft, betonte aber auch noch, dass es für unvertretbar halte, dass einzelne Personen ein so großes Vermögen überhaupt anhäufen können. Und Gates, der ja selbst ja auf der Forbes-Liste der reichsten Menschen auf Platz 7 nämlich liegt, sieht seine eigene Position eher weniger kritisch. Er sagte nämlich dort in diesem Interview, Zitat, ich sage nicht, dass es schrecklich ist, auf der Liste zu stehen. Ich stelle nur klar, dass es nichts Positives ist. Und die Vorschläge vom Microsoft-Gründer zur Steuerreform stoßen ja auch, das war ja auch zu erwarten, auf gemischte Reaktionen. Befürworter loben natürlich die Haltung von Bill Gates zur sozialen Gerechtigkeit, wären natürlich dann die Kritiker, die eher gegen höhere Steuer für Superreiche sind, argumentieren, dass solche Maßnahmen wirklich Innovationen und Investitionen behindern können. Natürlich muss man sich ja auch die Frage stellen, gilt das wirklich natürlich darum, nur weil dann halt mehr Amerikaner, die halt natürlich 1 Milliarde, 2 Milliarden oder 50 Milliarden Dollar haben, dann auf einmal nur wahrscheinlich 5 Milliarden oder 10 Milliarden weniger haben. Das tut für einige natürlich, die sehr, sehr viel Geld haben, natürlich nicht, sagen wir mal, weh. Aber andere denken sich wiederum, warum das Ganze? Und natürlich ist auch klar, dass viele Reiche natürlich nicht geradewegs in gewisse Länder investieren, sondern eher in die eigene Geldtasche, Brieftasche und sich dann auch ein bisschen so ein paar Spielzeuge kaufen. Da gibt es ja so einige, die ja aktuell mal wieder Schlagzeilen machen. Grüße gehen raus. Gleich bei Update geht es um die Reform und die Zukunft von ARD und ZDF. Ein Reformentwurf ist jetzt von der Rundfunkkommission der Länder veröffentlicht worden und dort soll unter anderem ein Großteil der Radiosender und ein Kleinteil oder auch ein großer Teil der Spartenfernsehsender verschwinden. Was es damit auf sich hat und wie die ersten, ob es da auch schon Reaktionen gibt, beziehungsweise wie dort das Ganze auch ausschaut, darüber reden wir gleich. Wir reden außerdem gleich auch noch über die Klage von der Pokémon Company und Nintendo gegen die Macher von Palworld, nämlich Pocket Air, heißen die Pocket Air oder Pocket Pair? Pocket Pair nämlich heißen sie, nicht Pocket Air. Pocket Pair, die haben sich jetzt auch inzwischen zur Klage von Nintendo und der Pokémon Company geäußert. Was heute sonst noch an diesem Montag wichtig war, Update kompakt jetzt, bitteschön. Die israelische Armee hat eigenen Angaben zufolge ein Ziel in Libanons Hauptstadt Beirut angegriffen. Weitere Details nannte das Militär dazu nicht. Augenzeugen zufolge soll der Angriff einem Ziel in einem südlichen Vorort Beiruts gegolten haben. Es seien zwei Explosionen zu hören gewesen. Mein gesamtes Haus hat gebebt, berichtete eine Bewohnerin der deutschen Presseagentur. Auf den Straßen herrschte Panik. Krankenwagen waren im Einsatz. Der TV-Sender der Hisbollah Al-Manar berichtete sogar von Verletzten. Noch vor der Ernennung der neuen Regierung in Paris hagelt es Kritik von Frankreichs Linker, da sie als Wahlsieger im künftigen Kabinett keine große Rolle spielen werden. Von einer Demokratieverweigerung, die völlig inakzeptabel und unerträglich ist, sprach der Koordinator der Linkspartei Manuel Bompard beim Sender France Bleu Provence. Es ist eine Regierung der Verlierer, die den Kurs der vorherigen Regierungen fortsetzt, obwohl sie bei den letzten Parlamentswahlen verloren haben, sagte er.
Die Schadenshöhe nach dem Hochwasser in Österreich könnte sich nach ersten Berechnungen der Versicherungsbranche auf 600 bis 700 Millionen Euro belaufen. Laut dem Versicherungsverband VVO könnte im Extremfall auch die Milliardengrenze überschritten werden. Man sei nun vor allem um eine rasche und unbürokratische Schadensabwicklung bemüht. Zahlen einzelner Versicherer lassen das Ausmaß der Schäden vermuten. Die Wiener Städtische kündigte an, für sich alleine ein Schadensvolumen von bis zu 100 Millionen Euro zu erwarten. Mercedes-Benz ruft in China mehr als eine 500.000 Fahrzeuge wegen eines technischen Mangels zurück. Der deutsche Autobauer hat einen entsprechenden Plan vorgelegt, der ab dem 27. November gilt, wie die chinesische Behörde für Marktregulierung mitteilte. Bei den Wagen bestehe ein Problem mit der Beständigkeit gegen Feuchtigkeit des Raddrehzahlsensors. Bei längerer Nutzung in heißer und feuchter Umgebung könne er fehlerhaft arbeiten und Funktionen wie die Fahrdynamikregelung ESP und das Antiblockiersystem ABS beeinflussen. Der DFB möchte im Jahr 2029 zum dritten Mal nach 1989 und 2001 die EM der Fußballfrauen ausrichten. Dies hat das DFB-Präsidium auf einer Sitzung in Frankfurt beschlossen. Die Interessenserklärung für die Bewerbung soll fristgerecht bis zum kommenden Dienstag an die UEFA übermittelt werden. Der DFB war zuletzt mit seiner Bewerbung für die WM 2027 an Brasilien gescheitert. Im Rennen um die EM in 5 Jahren wollen auch Dänemark und Schweden mit einer gemeinsamen Bewerbung sowie Portugal mitmischen. Die EM-Vergabe durch das UEFA-Exekutivkomitee soll im Dezember kommenden Jahres erfolgen. Ich habe immer wieder Angst, dass ich aus Versehen vielleicht mal sage UEFA-Exekutionskomitee, aber es ist Gott sei Dank noch nie passiert und es ist auch Gott sei Dank noch nie live passiert. Gott sei Dank, sagen wir mal. Ne? Das waren die Kurznachrichten. Update kompakt, mehr News selbstverständlich auch auf derchotv.de, dieser Webseite, wo ihr eventuellerweise ja auch mal ein paar News herbekommt und noch ein paar Videos. Apropos Video, war ein bisschen schlampig, muss man sagen, denn das Games Live, die Games Live Session vom vergangenen Mittwoch, wo ich die Pokémon Liga gemacht habe, ist jetzt erst seit knapp über 2,5 Stunden jetzt erst online gegangen. Deswegen könnt ihr es jetzt auf derchotv.de und auch auf YouTube anschauen. Apropos Nachrichten, da gab es jetzt so einiges, was natürlich schon bei Update Kompakt gekommen ist. Einerseits natürlich gibt es auch eine wichtige Meldung für zukünftige Kandidaten für den Deutschen Bundestag, denn sie müssen, wenn sie sich, wenn die für den Bundestag kandidieren wollen, nicht mehr die Privatadresse angeben, die Wahlreform. Ja, wie heißt es dort so schön? Ich muss gerade selbst mal gucken. Die Wahlordnung ist entsprechend, nämlich die Bundeswahlordnung ist dafür entsprechend verändert worden. Außerdem gab es heute auch noch eine News zu Promi Big Brother, die vielleicht für den einen oder anderen wichtig ist. Die neue Staffel startet ja schon übernächste Woche und da geht es mit einem Countdown los und auch mit einem 24/7 Livestream auf Join. Wer ein Join Plus Plus Abo hat, kann sich es dann natürlich auch mal antun. Apropos YouTube, was ich vorhin ja schon erwähnt habe, falls ihr noch nicht ein Abo hinterlassen habt, könnt ihr es gerne machen, würde ich mich sehr drüber freuen, denn der YouTube-Kanal steht kurz vor der 1000er Abo-Marke. Abos bei YouTube sind ja wie bei Twitch Follower, also werden bei YouTube Follower genannt, Abos sind hier auf Twitch ein bisschen was anderes. Wenn ihr nämlich unter anderem diesen Stream hier gerne unterstützen wollt, wenn ihr das wollt, nicht nur mit einem Follow hier bei Twitch oder bei YouTube, sondern auch mit einem oder in den sozialen Medien, das muss ich auch nochmal sagen, der kann das auch gerne jetzt aktuell tun für 30% weniger, falls ihr noch nicht abonniert wurde mit Twitch Prime entsprechend. Ja, mit Twitch Prime ist es kostenlos, aber generell ein normaler Sub ist aktuell bis zum 2.10. Kostenlos. Nicht kostenlos, 30% weniger. Meine Fresse, ich drehe heute alles durch. Durcheinander. Mann. So. Und jetzt kommen wir zum nächsten Thema. Und das beschäftigt sich mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Denn die geplante Reform des öffentlich-rechtlichen Rundfunks nimmt nämlich weiter Formen an. Mehrere Medien haben darüber jetzt auch schon die Tage berichtet, mit Verweis natürlich auf die Rundfunkkommission der Länder, dass die Ministerpräsidenten nächste Woche nämlich schon einen vorläufigen Entwurf bekommen werden über die Reform von ARD und ZDF. Die Länder schließen dabei aber offenbar
weiterhin eine Erhöhung des Rundfunkbeitrages, die ja auch von der KEF ja empfohlen wurde, von einer unabhängigen Kommission, weiterhin ab, um auch mögliche Effekte durch die Reform abzuwarten, die dann mit der Reform, die Reform soll dann ja schon Mitte nächsten Jahres in Kraft treten, dann eintreten könnte. Die Staatssekretärin für Rheinland-Pfalz, die auch die Rundfunkvorsitzende, die Vorsitzende der Rundfunkkommission nämlich ist, Heike Raab, sie sagte gegenüber der Süddeutschen Zeitung, dass der finalisierte Entwurf des Reformstaatsvertrags quantitativ deutliche Einschnitte vorsieht. Also das heißt, es wird viele Veränderungen geben, sowohl im Hörfunk als auch im Bewegtbildbereich bei der ARD. So sollen nämlich unter anderem 20 Hörfunkwellen komplett wegfallen oder zumindest fusionieren. Übrig würden dann halt immer noch 53 öffentlich-rechtliche Radiosender bleiben. Man muss ja bedenken, wir haben 9 ARD-Anstalten. Im Norden den NDR, im Osten haben wir den RBB für Berlin und Brandenburg, den MDR für Mitteldeutschland, also sprich Sachsen-Anhalt, Sachsen-Thüringen, den WDR für Nordrhein-Westfalen, das Saarland mit dem den saarländischen Rundfunk für das Saarland, den SWR für Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg, den hessischen Rundfunk für Hessen und den Bayerischen Rundfunk für Bayern und natürlich nicht zu vergessen die 9. Anstalt Radio Bremen für Bremen. Und natürlich wird dann da geguckt, welche Radiosender möglicherweise wegfallen könnten oder miteinander zusammenarbeiten könnten, um zu einem Radiosender zu werden. Beim Fernsehen ist es ein bisschen anders. Dort blickt man halt nicht auf die dritten Programme oder aufs Hauptprogramm, sondern auf die Spartensender. Aktuell gibt es ja von den Spartensendern, die unter anderem auch mit ARD und ZDF ja zusammengeführt werden, folgende: den Kinderkanal, Phoenix, Tagesschau 24, ZDF Info, ZDF Neo, One und dann noch ein paar andere, ne? Die ich jetzt gerade nicht mehr weiß. Aber davon sollen von derzeit 10 Spartenkanäle, wie es nämlich heißt, 5 oder nur noch 4 übrig bleiben. Heißt also, die werden auch entweder zusammengestrichen oder ganz verschwinden. Genaue Vorgaben, was wie wegfallen soll, soll nicht von der Politik kommen. Heißt also, dass es ARD, also es soll zumindest von einem sogenannten Körbemodell nämlich Berichte soll nämlich geben, sprich, das berichtet die Süddeutsche Zeitung, nachdem nämlich dann ARD und ZDF jeweils im Bereich der Kultur-, Informations- sowie Kinder- und Jugendsender Reduzierungen vornehmen soll. Also bedeutet vor allem, wahrscheinlich könnte es sein, das, was die ARD ja mit Tagesschau 24 aktuell machen könnte, weg ist. Es wird sowieso schon auch seit Monaten ja darüber geredet, dass der Sender One verschwinden könnte. Und beim Kinderkanal gucken die Jüngeren überhaupt noch den Kinderkanal oder nehmen sie eher die digitalen Angebote des Kika wahr? Und im Gegenzug sollen sich dann oder erhoffen sich dann auch die Länder der Rundfunkkommission entsprechend, dass die Hauptprogramme gestärkt werden. Das ARD, also sprich das erste, ZDF und natürlich die dritten Programme entsprechend besser dastehen könnten als natürlich mit den ganzen Spartensendern und Hörfunkprogrammen. Beim Hörfunkprogramm, da müsste man natürlich dann sagen, gut, es gibt ja halt auch, wie gesagt, ja so einzelne Programme, die man zusammenkratzen könnte. Ja, während ja aber auch darüber diskutiert werden soll, wie zum Beispiel über die Gehälter der Senderverantwortlichen sowie auch über die Deckelung der Kosten für Sportrechte, die ja auch immer teurer werden, ist die Idee der einer neuen Geschäftsführungsstruktur bei der ARD, was ja vor allem vom Zukunftsrat ja vorgesehen wurde, komplett vom Tisch. Durch diese Reformschritte sei eines, so heißt es, möglichst hohe Beitragsstabilität möglich, also dass wirklich dann der Rundfunkbeitrag entsprechend nicht erhöht wird und veröffentlicht werden soll der Reformentwurf Ende nächster Woche im Anschluss an eine Sitzung der Ministerpräsidenten. Und deswegen ist es halt so, dass man dann sehen wird, wie die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten dort, Entschuldigung, ich war gerade ganz kurz abgelenkt, habe es wieder zugemacht, dann dort darauf reagieren. Natürlich ist klar, in 3 Bundesländern wird sich natürlich die Entscheidung über die Reforme oder generell halt auch über die Höhe des Rundfunkbeitrags nämlich noch viele werden noch viele Fragezeichen sein. Ich spreche von Sachsen, Thüringen und Brandenburg, wo nämlich in Brandenburg jetzt am Sonntag gewählt wird und wo ja in Sachsen und Thüringen schon gewählt wurde, weil da im Moment eine geschäftsführende Regierung im Amt ist. Heißt also, da finden noch Koalitionsverhandlungen statt, die noch etwas
andauern könnten. Und natürlich stellt sich überhaupt noch die Frage, ob es überhaupt dann natürlich so sein wird, dass ARD und ZDF wieder vors Bundesverfassungsgericht gehen werden und dann quasi diese Beitragserhöhung von ein paar Cent erzwingen werden, sprich über juristische Wege. Das werden wir alles dann erfahren, wenn es dann soweit ist. Jetzt aber erstmal werden wir dann natürlich in der nächsten Woche abwarten, wie darauf die Ministerpräsidenten und auf die entsprechende Reform reagieren werden. Sind wir mal gespannt. Ja. Palworld ist nicht eins meiner Lieblingsspiele. Habe ich auch nie gespielt. Es zieht mich auch geradewegs nicht so an. Hat jetzt das vor den Augen, was jetzt viele befürchtet haben. Denn vor 2 Tagen, was aber erst gestern bekannt wurde, gestern Morgen zumindest, ist jetzt das passiert, worauf wir alle gewartet haben eigentlich. Ne? Oh, it's happening, so könnte man es sagen. Denn die Pokémon Company und Nintendo haben gegen die Macher von Palworld, nämlich Pocket Pair, eine Schadensersatzklage eingereicht. Ja, gegen das japanische Unternehmen. Also es ist quasi japanisches Recht, was hier so entsprechend halt beraten wird. Denn Nintendo und die Pokémon Company sind auch japanische Unternehmen. Der Vorwurf heißt es, Zitat, Infringements of Patents Rights, also die Verletzung mehrerer nicht näher spezifizierter Patentrechte. Ja, das Spiel ist ja seit der Early Access Veröffentlichung, also Palworld, im Januar dieses Jahres wie immer wieder in der Kritik, dass ja die Spielmechanik und insbesondere ja der Look einzelner Monster sich ja an gewisse Pokémon-Figuren ja anähnelt. Im Netz gab es ja regelrechte Gegendarstellungen dazu und da gab es ja dann ja auch innerhalb der Palworld-Community immer den Satz, das ist Pokémon mit Waffen. Pokémon with Guns. Und ebenso wie im Original geht es halt bei Palworld, was ja eher ein Open-World-Survival-Crafting-Spiel ist, darum, die Kreaturen, also die sogenannten Pals, zu fangen, zu trainieren, klingt wie schon wie Pokémon, und sie Anschluss in Kämpfen einzusetzen, was man natürlich bei Pokémon auch macht, was man aber nicht bei Pokémon macht, was man aber bei Palworld macht, ist es, nämlich die zum Ausbau des Lagers oder eines Hauses oder so zu nutzen. Und kurz nach Einführung von Palworld hatte ja die Pokémon Company ja schon entsprechend reagiert, mit Verweis vor allem auch auf ein näher genanntes Spiel angekündigt. Zitat, alle Handlungen, die gegen geistige Eigentumsrechte im Zusammenhang mit Pokémon verstoßen, zu untersuchen und geeignete Maßnahmen zu ergreifen. Eine nahezu wortgleiche Begründung findet man nun jetzt auch in der Pressemitteilung, die gestern rausgekommen ist. Ja, Palworld gehört ja sowieso schon zu den Überraschungen, was kommerzielle Spiele angeht, in diesem Jahr nämlich vor allem, denn schon innerhalb weniger Stunden hat sich mehr als 1 Million Spiele für dieses Game natürlich gefunden. Nach einem Monat lag ja der Pegelstand so bei 25 Millionen Spieler via Xbox und Steam und laut Microsoft handelt es sich zu diesem Zeitpunkt auch um das meistgespielte Third-Party-Spiel im Xbox Game Pass und dass jetzt natürlich Nintendo und die Pokémon Company jetzt Klage eingereicht haben, könnte auch damit unter anderem zusammenhängen, dass die jüngsten Ankündigungen von Pocket Pair, nämlich die Macher von Palworld, nämlich Folgendes machen, denn gemeinsam mit Sony ist jetzt nämlich das Joint Venture Palworld Entertainment gegründet worden, das sich der Auswertung des Palworld-Universums widmen soll, also sprich Lizenzen und Merchandise, heißt also, man will da wirklich jetzt was Großes mit aufbauen. Und da sind anscheinend wohl jetzt dann die Alarmglocken bei der Pokémon Company und bei Nintendo geläutet. Und wir wissen ja auch inzwischen, und das ist ja jetzt nichts Neues, dass Nintendo und die Pokémon Company immer wieder gegen Fangames von Pokémon-Fans immer wieder angegangen ist. Es gab ja das große Beispiel, vor allem, das gab es ja auch hier bei Dercho TV mal zu sehen, Pokémon Uranium, ein tolles Fangame, was ja dann leider ja auch von den gefühlten Milliarden Anwälten von der Pokémon Company und Nintendo dann ja dicht gemacht werden musste, auch viele andere Spiele. Es gibt im Übrigen ein sehr interessantes Video dazu auf YouTube vom Kanal Did You Know Gaming, heißt der Kanal, glaube ich. Da müsste es, glaube ich, auch zu finden sein. Könnt ihr mal gerne mal reinschauen. Ich werde es mal irgendwann mal teilen, dieses Video. Ja, das dazu. Aber inzwischen haben sich natürlich auch das Team von Palworld sich via Social Media und auf der Webseite von Pocket Pair sich nämlich zur Klage geäußert. Stand jetzt habe man keine Anhaltspunkte, welche spezifischen Patente halt von Nintendo und der Pokémon Company angeblich verletzt worden seien, heißt es in ihrem Statement. Und bislang liegen auch dazu keine Details vor.
Es ist bedauerlich, dass man ein kleines Unternehmen wegen der Klage gezwungen sei, erhebliche Zeit in Aufgaben zu investieren, die nichts mit einem der eigentlichen Games-Entwicklung zu tun hätten. Und gleichwohl werden, so heißt es weiter in dem Statement, wir unser Möglichstes dafür tun, dass Indie-Game-Entwickler nicht daran gehindert oder ermutigt werden, ihre kreativen Ideen zu verfolgen. Man muss ja im Übrigen bedenken, die Figuren, die bei Palmworld sind, die ähneln ja nicht geradewegs gewissen Pokémon, sondern man muss ja auch sagen, es gibt so ein, zwei Figuren, das beanstande ich jetzt erstmal selbst, die ja eher sogar mit gewissen Anime-Figuren eher zu tun haben. Nicht unbedingt mit Pokémon, sondern mit gewissen Anime-Figuren. Nur mal so als kurze Info nur nebenbei. Also wer es vielleicht mal irgendwie gemerkt haben sollte und sich so sagt, Moment, die Figur sieht einer Figur aus dem Anime entsprechend ähnlich, dann ist es wahrscheinlich so. Denn das kann eventuellerweise so sein, aber wenn da das Filmstudio selbst noch nicht mal was dazu sagt, weil es jetzt nicht so, sagen wir mal, detailgetreu aussieht, man weiß es nicht genau. Dennoch, es gibt auch schon Berichte darüber, dass Analysten entsprechend sagen, dass Nintendo und die Pokémon Company wohl Erfolg haben könnten mit ihrer Klage. Und wir wissen nicht, was das natürlich für Auswirkungen haben könnte auf den, vor allem auch auf dem Indie-Spielmarkt, weil dann könnte es wahrscheinlich auch dazu kommen, dass viele halt dann auch Nintendo und eventuell sogar der Pokémon Company den Rücken kehren. Andererseits natürlich wird man erstmal die Entwicklung abwarten, weil es kann auch natürlich eine ganz große Überraschung geben bezüglich irgendwelcher Entscheidungen und sonstiger Sachen. Man wird sehen. Kommen wir zum Sport, und es ist heute keine einfache Sportmeldung, sondern es geht um den Sportstreaming-Dienst DAZN nämlich. Denn im Moment wissen wir ja noch nicht, wo wir ab der nächsten Saison nämlich die Fußball-Bundesliga gucken, denn durch einen Streit zwischen DAZN und der Deutschen Fußballliga ist nämlich das Verfahren zur Rechtevergabe erstmal auf Eis gelegt worden, ist erstmal gestoppt worden, und nächste Woche wird eine Entscheidung fallen. Es geht nämlich darum, ob es richtig war, dass die DFL das rund 1,6 Milliarden Euro schwere Angebot DAZN für die Freitags- und die Samstagseinzelspiele abgelehnt hat und das Paket stattdessen an die Konkurrenz vergeben hat, wohl wahrscheinlich eher an Sky. Und kurz vor der Entscheidung des Gerichts hat jetzt die Dachchefin von DAZN, Dach steht hier nicht für das Dach, was auf dem Haus ist, sondern für Deutschland, Österreich und die Schweiz, nämlich die Chefin von dort, Alice Maschia nämlich, die hat nun ruhigere Töne angeschlagen als unmittelbar nach dem Korb der DFL im Frühjahr. Gegenüber dem Magazin Kapital sagte sie nämlich in einem sehr ausführlichen Interview nämlich, Zitat, gerade weil wir seit Jahren eine gute Partnerschaft mit der DFL haben, waren wir über manches Vorgehen im Frühjahr enttäuscht. Was wir jetzt brauchen, ist eine Versachlichung. Es geht hier nicht um die persönlichen Dinge, sondern um eine geschäftliche Frage, nämlich um ein zentrales Rechtepaket der DFL. Und sie bestätigte auch schon, was es nämlich dann, was viel über Monate lang jetzt spekuliert wurde, seit einigen Monaten, denn sollte es wirklich so eintreten, dass nächste Woche die Kartellämter, also auch die Gerichte, der DFL Recht geben, würde DAZN sogar, und das sagte die Chefin von DAZN, würde man auch sagen, gut, dann ist das, was jetzt die Saison, die jetzt läuft in der Bundesliga, unsere letzte. Man sei in Deutschland sehr breit aufgestellt, dazu gehört ja natürlich die komplette Champions League, ne? Das ist ja so, es ist ja nur das Finalspiel im Free TV zu sehen, alles andere ist ja bei Prime Video und vor allem bei DAZN zu sehen, und bis 2027 ist das dann halt jetzt schon so, dass man in der Regel ein Match pro Woche zeigt, und die Königsklasse ist es auch, die DAZN laut Darstellung der Chefin zuletzt auch geholfen habe. Sie sagte in diesem Kapital-Interview, Zitat, in der vergangenen Saison haben wir unter anderem auch einen starken Boost durch unsere Exklusivrechte für die Champions League gesehen. Was uns geholfen hat, ist, dass der FC Bayern das Halbfinale erreicht hat, Borussia Dortmund sogar das Finale. In den vergangenen 2,5 Jahren haben wir bei DAZN viel an den grundsätzlichen Dingen gearbeitet, etwa bei dem Zuschnitt unserer Abo-Pakete und dem Pricing-Modell. Da gab es ja eher Kritik von den Fans, weil gewisse Sachen, die du gucken willst, aktuell auch die Bundesliga, dafür jetzt mehr zahlen musst anstatt weniger. Ab dieser Saison soll das Investment in der Schweiz zudem auch ein weiterer Treiber des Geschäfts
sein, sagte sie. Und das läuft auch, wenn Maskia, die DAZN-Chefin, halt auch ganz tiefe Einblicke auf das Konto nicht gewährt. Offenbar auch gut, denn so hieß es selbst von ihr, Zitat, zwischen 2021 und 2023 haben wir den Umsatz um fast 200% gesteigert, 199% um genau zu sein. Das ist ein beachtliches Wachstum, vor allem wenn man sieht, dass das klassische Pay-TV-Markt zuletzt sogar geschrumpft ist. Und bei der Profitabilität habe man zudem auch große Fortschritte gemacht, sagte sie. Und 2023 habe es in den ersten Monaten gegeben, in dem man schwarze Zahlen geschrieben habe. Das zweite Halbjahr 2024 soll sogar auch das erste werden, wo man profitabel werden könnte, also ein gutes Plus auch sogar noch holen könnte. 2025 wolle man komplett profitabel sein und als DAZN Group habe man ja auch laut der DAZN-Chefin für Deutschland, Österreich und der Schweiz 20 Millionen aktive Abonnenten, also sprich insgesamt natürlich auf den ganzen Markt für DAZN verteilt Zahlen für Deutschland an sich. Das können wir halt nur schätzen, weil die sind weiterhin geheim. Dass jetzt die DAZN-Chefin natürlich so dazu kommt, das dürfte auch nicht von ungefähr kommen, denn mit der nahestehenden Schiedsgerichtsentscheidung, wie sie auch immer ausfällt, rückt auch dann der Restart der Bundesliga-Rechte-Ausschreibung näher. Und nach dem Abbruch gab es ja immer wieder mehrere Berichte darüber, wie überhaupt finanziell DAZN eigentlich aufgestellt ist. Bekannt ist ja geworden, dass ja DAZN einige Raten an die DFL später bezahlt hat, als überhaupt erstmal abgemacht wurde. Und dabei war es ja auch DAZN wichtig zu betonen, dass die verzögerten Absprachen und das Okay der DFL natürlich dafür erstmal vorausgegangen sind. Und unter dem Strich könnte natürlich bei einigen Vereinen dennoch hängen geblieben sein, dass DAZN eben nicht wie einst mal vereinbart überwiesen habe. Und die Botschaft nah an der Profitabilität könnte also für DAZN also nicht sehr unwichtig sein. Das wird dann natürlich auch ein Thema nächste Woche. Entsprechend natürlich dann auch, wie es wie es dann da ablaufen soll. Und das werden wir dann natürlich sehen. Apropos Sport, wir bleiben dann dennoch, was Bundesliga-mäßig angeht. Zwei Ergebnisse aus der zweiten Liga. Der SC Paderborn schlägt Hannover 96 mit 2:1 und Schalke 04 wieder nicht gewonnen, wieder verloren. 4:3 gegen Darmstadt 98. Also um jetzt mal hier ganz kurz mal einfach mal als Schalke-Fan zu sagen, wie kann man so eine Scheißführung aus der Hand geben, Herr Gerards? Vielleicht wird es Zeit für einen Wechsel, man weiß es nicht. So, kurz als Schalke-Fan das Ganze jetzt beendet. Kommen wir zum Wetter. Ich habe keine Wetterwarnung für euch. Das ist mal auch mal etwas, ne? Der Herbst ist ja sonst so mit Gewittern und Wind und so weiter. Gestern im Übrigen urplötzlich hier auch, wie gesagt, Regen gehört zu haben. Also es gab hier gestern wirklich starken Regen. Ist sehr interessant, dass ich darüber keine Warnung gekriegt habe. Aber jetzt keine Warnwetterkarte. Das heißt also jetzt erstmal, erstmal schauen, wie es jetzt wird. In der Nacht vor allem ist es im Norden, im Osten, aber auch in Teilen, auch im Westen und auch in Teilen von Bayern sternenklar. Es gibt aber ab und zu auch mal so im Raum von Hessen und Thüringen auch noch so in Baden-Württemberg und im Süden von Bayern ein paar Wolken noch dabei. Die Temperaturen liegen so zwischen 9 bis 15 Grad. Morgen am Samstag viel Sonne im Norden und Nordosten, auch sogar ohne Wolken. Also es wird ein sehr, sehr schöner, goldener Herbst. Samstag, sonst gibt es ein paar Wolken noch mit dabei. Temperaturen hier so zwischen 21 Grad am Bodensee und bis zu 24 Grad, vor allem auch im Raum Hessen und Rheinland-Pfalz. Die Aussichten am Sonntag nochmal schönes Wetter, dort die Maximaltemperaturen bis zu 25 Grad. Zur neuen Woche gibt es nochmal ein paar Regenschauer, dort die Temperatur Maximum im Norden bei 22 Grad. Ohne Regen, dafür mit Sonne, sonst 21 Grad und am Dienstag zieht der Regen wieder weg und es gibt sehr viel Sonne mit Temperaturen zwischen 18 und 20 Grad, also ein bisschen frischer wird es dennoch. So, das war's dann von Update für heute nämlich. Und ich sehe auch gerade, dass Schalke jetzt sogar auch noch 5:3 verloren hat. Okay, ich werde es gleich schreiben. Also nicht gleich hier, aber gleich was soll's. Gut, ja, ich muss euch leider geradewegs enttäuschen, dass ich heute alleine Genshin Impact spielen werde, denn eigentlich war ja geplant, dass ich Genshin mit der lieben Zephra Art nämlich spielen werde. Sie ist leider krank geworden und ihr geht's auch geradewegs nicht so gut, deswegen gute Besserung an die liebe Zephra an dieser Stelle. Erhol dich gut, dafür nutzt jetzt das Wochenende und nächste Woche startest du dann wieder durch, aber mit dem, was du gerade hast, das weiß ich ja geradewegs,
ist es halt auch nicht so gut. Deswegen werde ich halt einfach mal entsprechend irgendwas später bei Genshin machen, vielleicht irgendwelche Missionen und sonstiges. Deswegen bleibt gleich einfach mal dran. Und Update gibt es erst am Mittwoch wieder. Ja, denn ich hole mal ein kleines bisschen aus, denn am Sonntag gibt es einen Wahlstream, einen sehr kurzen und knappen Wahlstream zur Landtagswahl in Brandenburg. Ab 17.45 Uhr gibt es dann die Wahl, Landtagswahlen in Brandenburg. Und am Montag gibt es wieder einen Stream, aber nicht am Abend, weil ich Montagabend verhindert bin. Deswegen ist dann am Montagvormittag um 9 Uhr die Morningshow gibt und dann natürlich auch noch ein Games-Livestream im Anschluss. Mehr entnimmt ihr dann bitte aber dem Wochenplan, der am Sonntag beziehungsweise ja am Sonntag veröffentlicht werden muss. Ich werde den wahrscheinlich schon dann auch am Sonntag noch vor dem Wahlstream sogar auch noch veröffentlichen. Aber mal gucken, es steht sowieso am Wochenende so einiges an. Kann aber auch sein, dass es vielleicht noch so ein paar Veränderungen geben wird für die nächsten zwei Streaming-Tage, aber wartet erstmal ab. So, ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen. Das war's von Update. Wir sehen uns dann, wie gesagt, Update dann erst am Mittwoch wieder um 19.50 Uhr. News gibt's aber dennoch in dieser Zeit auf derchotv.de. Sollte irgendwas passieren, da bin ich dann auch für euch da. Sollte irgendwie etwas Großes passieren, wie gesagt, Breaking News und so weiter. Sonst verweise ich natürlich wie immer auf derchotv.de und sonst wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Freitag und ein schönes Wochenende, falls wir uns gleich nicht sehen sollten. Bis dahin. We'll be right back.